So, also dann sagen wir mal vor Grimm die Meinung. Und ob, wir gerieten gleich mehrmals in einen Hinterhalt. Wir mussten Gerling aus der Gefangenschaft der Schmuggler und einen Magier mit Namen Kaltstein befreien. Leider kam einer von Gerlings Söhnen dabei ums Leben, während Kaltenstein im Schutze seiner Magie entkommen konnte. Wenn er entkommen ist, was haben wir dann gewonnen? Dann wissen wir ja wieder nicht, wo diese Piraten ihr Versteck haben. So werden wir die gestohlenen Waren nie zurückbekommen. Das Stottern von ihm ignorieren wir jetzt einfach mal, weil wir wissen ja, wir haben eigentlich einen Anhaltspunkt. Und zwar nun, ob die Schmuggler und dieser Kallenstein mit dem Piratenüberfall was zu tun haben, ist überhaupt nicht sicher. Gerling konnte aber ein Gespräch belauschen, welches den Kommandanten der hiesigen Zollfeste in Verbindung mit den Schmugglern bringt. Der Kommandant der Zollfestung, sagt ihr? Dann sollten wir dem Herrn vielleicht mal einen Besuch abstatten. Was meinst du, Ardo? Ja, ich denke, wir sollten dort mal nach dem Rechten sehen. Was ist mit euch? Seid ihr auch dabei? Natürlich sind wir dabei. Wir wollen doch nichts verpassen. Fyris, kommt ihr auch mit? Gerling wollte ohnehin, dass ich euch bei euren Untersuchungen helfe. Also stehe ich euch auch hierbei zur Seite. Ich komme gerne mit. Das freut uns. Gut, dann ist es beschlossene Sache. Wir treffen uns am Hafen. Sehr schön. Warte, einen habe ich noch. Kennst du den Etwas bärbeißig, aber durchaus liebenswürdig. Ich glaube, ich mag eure Freunde. Freunde würde ich sie zwar nicht gerade jetzt noch nicht nennen, aber ich mag sie eigentlich auch. Also die Reise zur Zollfeste, ich soll mich mit Ardo am Hafen treffen. Aber bevor wir das machen, treffen wir noch einige Vorbereitungen. Schönes Schiff. Seid gegrüßt. Das ist Kapitän Dielbrack. Dem Flussvater zum Gruß. Na, wir sind nicht so höflich und verleugnen uns. Also dem Flussvater zum Gruße. So, wann geht die Reise los? Genau da gibt es ein kleines Problem. Kapitän Dielbrack hat zurzeit keine Mannschaft. Doch die Einzelheiten erklärt ihr euch am besten selbst. Das klingt so, als ob das wieder an uns hängen bleibt, das Problem zu lösen. Na, dann sehen wir mal, was er zu sagen hat. Ja, was soll ich sagen? Es gab, nun ja, ein kleines Missverständnis. Darauf ist die Meute verärgert davon und hat mich hier im Stich gelassen. Ohne Besatzung sitzen wir fest. Können wir nicht die Besatzung mimen? Naja, okay, ich glaube nicht, dass ich so gut als Seefahrer tauge als Zwerg. Ich könnte eher eine Mine ausheben. Und das kann auf keinen Fall so bleiben. Wir brauchen die Leute des Kapitäns so bald als möglich wieder zurück an Bord. Ich dachte dabei an euch. Könntet ihr euch der Sache annehmen? Sag dich doch, dass das an uns hängen bleibt. Die Mannschaft ist bereits so gut wie zurückgeworden. Ich mache mich gleich ans Werk. Ja, tun wir es einfach. Das ist ein Wort. Dann kann Kapitän Dielbrack euch ja gleich alles weitere erklären. Ich schmier schwant Übles. Bei den Matrosen handelt es sich um Silberzahn Jalli, Vierfinger Salm und die stumme Hummel. Hier habt ihr noch 10 Dukaten. Das sollte helfen, ihre Laune etwas aufzuhellen. Uff, die klingen ja alle drei nicht wirklich sympathisch. Aber gut, 10 Dukaten, um sie sozusagen zu bestechen. Schön und gut, doch ich weiß nicht, wo ich mit der Suche beginnen soll. Habt ihr eine Ahnung, wo die Burschen jetzt sein könnten? Lasst mich mal überlegen. Also wie ich Jalik kenne, findet ihr ihn bestimmt auf einem heimlichen Wettkampf beim Glücksspiel. Hat wohl damit zu tun, dass er früher selbst Faustkämpfer war. Das haben wir doch im Untergrund entdeckt, also in dieser unterirdischen Zisterne da. Kanal oder wie man es auch immer nennen möchte. Vierfinger Salm erledigt alle Metall- und Holzarbeiten an Bord des Schiffs.
Ich fress den Besen, wenn er nicht wieder beim Schmied ist und ihn mit seiner Fachsimpelei von der Arbeit ablenkt. Das könnte der Schmied am Südtor sein. Unsere stumme Hummel. Tja, vermutlich ist er in die Schenke, um einen zu heben. Zumindest macht er das sonst bei Landgang. Dass er ebenfalls meutert, verstehe ich immer noch nicht. Sonst hat er seine Arbeit immer ohne Murren erledigt. Tja, dann wird er wahrscheinlich bei der Taverne außerhalb sein. Hab Dank, das wird mir helfen, eure Männer zu finden. Ich komme wieder, wenn ich etwas herausfinde. Moment, eins noch. Wenn ihr in der Stadt seid, so nutzt die Zeit und bereitet euch auf die Reise vor. Wer weiß schon, wann wir wieder Gelegenheit dazu haben werden. Das hatte ich eh vor. Ein kluger Rat. Wisst ihr vielleicht, wo ich bestimmte Händler oder Lehrmeister finden kann? Nee, das brauchen wir nicht. Ich werde mich vorbereiten. Ihr habt wahrscheinlich ein paar Händler im Blick. Bis später. Also gut. Und wieder ein Autosave. Das ist nett. Ja. Da ist unser Bailunka-Reiterfreund. Aber jetzt anstatt hier wild durch die Stadt zu rennen, nehme ich eh lieber Abkürzungen. Aber kurz erstmal will ich meine Überredungskunst steigern, wenn ich nämlich die Jungs dazu bringen soll, wieder mitzukommen. Sollte ich auch da ein bisschen besser dran sein. Meine Armbrust kann ich auch gleich mal auf Maximum verbessern und auch meine Zauber. Die wichtigsten jedenfalls, also Kraft der Erde, Blitz, dich find, Plurum Barum, Kräfte der Natur und Sumus Schildstein für beides mal um 2. Ich will nämlich dringend was für meine Armbrustfähigkeiten lernen, also Fernkampf auf jeden Fall den gezielten. Am liebsten würde ich den Lademeister lernen, aber der gezielte Schuss muss erstmal reichen. Und dann vielleicht noch ausweichen. Ja, das dürfte gerade noch so reingehen. Geld genug dürften wir ja mittlerweile haben. Jupp. Gebe ich auch mal schnell die Punkte bei Feiris. Die kann auf jeden Fall das Fallenentschärfen jetzt für mich übernehmen. Fallenstellen braucht sie nicht. Tierkunde kann ich bei ihr etwas verbessern. Oh, und den Bogenbau sowieso. Das brauchen wir nämlich. 2 Lebenspunkte geben. 2 AE. Aber nehmen wir die AE erstmal weg und machen ihren Bogen ist auf Maximum. Okay, das ist gut so. Ah ja. Clarum Purum etwas höher. Was könnten wir bei ihr noch höher machen? Also was ich mal nicht brauche, ist Finte hier drin. Attributo Gewandtheit. Armatrotz ist wichtig und Falkenauge Meisterschutz. Armatrotz kann ich etwas steigern noch, so auf Maximum. Und dann ist gut bei ihr, ja. Also gehen wir erst einmal zur Kaserne. Und zwar erst einmal zum Rüstungshändler ihr eine Hose kaufen. Nicht, dass ich was gegen ihr Outfit hätte, aber erstens bringt die Hose mehr Schutz und zweitens läuft sie damit nicht mit nackten Füßen rum. Wollt ihr die neuen Rüstungen begutachten? Nur vom Feind. Ja, dann zeig mal her. Also erst einmal brauche ich eine... Oh, ein zwergischer Mantel. Hm? Erstmal brauche ich eine Hose, von der er keine hat. Schade. Dann werden wir mal gucken, dass wir Zeug bei ihm loswerden. Schlingfallen benutze ich nicht so gern. Den Dolch brauchen wir auch nicht unbedingt. Ach, sie hat ja eine schwarze Stoffhose, die von Jakon. Kampfstab und Halbschuh. Jakons Reiserobe behalten wir aus sentimentalem Grund. Und sein Taschentuch auch. Jetzt gucken wir mal, was wir noch so zu verkaufen haben. Die Wurfmesser auf jeden Fall brauchen wir nicht. Silberring, Gette, Pfeife behalten wir mal. Haben wir sonst noch was, was wir verkaufen könnten? Im Augenblick nein, also Handel abschließen. Wir sind schon ziemlich reich, aber das wird sich wahrscheinlich, wenn wir die Matrosen angeworben haben, ändern. Ihr habt Glück! Just sind ganz neue Waffen bei mir. Zeig mir, was ihr anzubieten habt. Ich brauche nämlich
Bolzen. Dann nehmen wir erstmal die 15. Dann nehmen wir 100 von denen. Ja. Kaufen wir auch gleich mal eure ganzen Pfeile. So. Handel abschließen. Ei. Hose kann sie anziehen. Das sieht schon mal etwas besser aus. So. Pfeife da rein, Bolzen. So. Du musst dich irren. Du meinst wahrscheinlich deine eigene Ware. Die sieht so schön aus. Und dann zur Kaserne. Dort dürften wir eigentlich die Fähigkeiten lernen. Von Hauptmann Nirulf. Kann ich behilflich sein? Ja, was könnt ihr mir beibringen? Einmal. Nix. Das ist ja schön, dass ihr mir nichts beibringen könnt. Ich habe so eine üble Befürchtung. Dann machen wir mal die Schnellreise zu Meister Laurelin. Der dürfte uns ja sowas beibringen können, gezielten Schuss und Ausweichen. Auch wenn wir hier ein bisschen Zeit verschwenden dadurch, aber da können wir bei unserem Freund dem Dax Hallo sagen. Und gerade mal gucken. Ich könnte was für die Schultern vertragen. Willkommen, was führt dich zu mir? Die Feuerfliegen sind wieder da. Oh, das, ja, das ist mir aufgefallen. So ist es. Und wie ich hörte, ist es dieses Mal noch viel schlimmer. Doch alles, was sie getan haben, ist, den Imker in die Kaserne zu schaffen. Willst du ihm einen Besuch abstatten und ihn fragen, wie groß das Ausmaß des Ganzen ist? Zögere nicht, jedes Nest auf dem Weg dorthin zu zerstören. Hier, nimm dieses Gegengift mit. Das können wir nebenbei dann mal ein anderes Mal machen. Jetzt ist erstmal wichtig, was führt dich zu mir? Dass wir lernen. Und zwar einmal gezielten Schuss, genau. Und für Ausweichen brauchen wir mehr Gewandtheit. Für Ausweichen brauchen wir Gewandtheit 12. Wie viel Gewandtheit habe ich denn? 11. Und Steigerung 320 Punkte, okay. Na gut. Dann sparen wir uns mal die Punkte, bis ich Gewandtheit 12 habe, dass ich ausweichen lernen kann, wenn ich schon keine Rüstungen tragen kann. Ah ja. Aber jetzt gehen wir erst einmal. Von hier aus können wir direkt zur. Springen wir entweder zum springen wir zum Nordtor, so. Ne, halt, gehen wir erstmal zum. Arbeit! Lächerlich. Das bisschen Gedengel hier nennst du Arbeit? Und reden jetzt mal mit mal dem Vierfingersalm hier. Ah, siehst du, Taro? Ich bin nicht der Einzige, der deine Arbeitsweise sonderbar findet. Eigentlich wollen wir mehr mit dir wegen deinem Captain reden. Alles, was ich sehe, ist ein dreister Besserwisser, der mich von der Arbeit abhält und die Kunden vergrault. Da sollten wir den Besserwisser mal loswerden, oder? Papalapap, vergraulen tut man die Leute nur, wenn man nicht ordentlich arbeitet. Wenn man den Hammer so hält wie du, kann die Arbeit ja nur länger dauern. Was sagt ihr dazu? So kann man doch keinen Hammer halten. Ich halte mich da jetzt mal raus. Ich will dem Schmied nicht vorschreiben, wie er zu arbeiten hat. Sieht doch recht ordentlich aus, was er da macht. Nur weil ihr noch nicht gesehen habt, wie man das richtig macht. Ich bin ein Zwerg. Ich kann selber schmieden, normalerweise, wenn ich es möchte. Bevor wir ihn aber jetzt hier herausfordern, mache ich einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder.